Jo, meine lieben Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei Alice Madness Returns. Ihr seht hier schon den, was auch immer das sein soll, Pusten. Wir sind in Kapitel 2, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Die Welt hat sich verändert. Es gab letzte Folge nochmal so einen kleinen Riss, sag ich mal, in die Zeit zurück. So kam mir das zumindest vor, weil da wurde ja das Haus abgefackelt. Wow. Und man hat eben nochmal sich in der richtigen Welt quasi umgeschlagen. Und das sieht mir sehr nach einer neuen Waffe aus. Nice. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich bin sehr gespannt und freue mich auch, vor allem, weil wir jetzt eine neue Waffe haben. Und zwar das Steckpferd, also Steckpferd. Einfach umwerfen. Zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Galoppiert durch Gegner rein. Einfach umwerfen. Ja, das sieht doch geil aus. Das Steckenpferd durchbricht schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Genau wie gegnerische Abwehr. Okay, wie kann ich das einsetzen? Eisarg. Ja, den haben wir ja schon mal gesehen. Kann gar nichts, genauso wie die anderen Gegner. Ich würde gerne mal wissen, wie man nur das... Wow, Alter, das Teil einsetzen kann. Ja, sorry Leute, meine Aufnahme ist gerade abgebrochen. Irgendwie hat sich Battlelog plötzlich geöffnet und da war ich in dem Chatfenster. Und da hat sich alles irgendwie geschlossen. Was weiß ich. Ist nichts passiert, also ihr habt nichts verpasst, keine Sorge. Ich wollte nur trotzdem gerne wissen, wie wir jetzt Teil einsetzen können. Das wurde uns ja nicht verraten. Bin ich ja gerade ein bisschen doof. Ich feiere so eine fette Waffe eigentlich schon. Vergiss nicht, deine Zähne im Waffenmenü auszugeben. Ja, da können wir eigentlich auch nochmal gucken. Das kostet 500, das Steckenpferd. Okay, wir könnten vielleicht mal bei Konfiguration, Steuerung hier mal kurz gucken. Gut, hier steht noch Nahkampfangriffe. Nope. Müssen wir die Waffe vielleicht erst anlegen? Kann natürlich auch irgendwie sein. Oder wüsste ich jetzt nicht wie. Wir warten mal noch ein bisschen ab. Vielleicht klärt sich das ja noch. Das war wieder professionell. Ich wollte mal die Waffe echt gerne mal ausprobieren. So. Vielleicht können wir das ja auch nur an solchen Stellen benutzen. Nur wie dann? Ja, mit den Dingern geht das natürlich auch, aber da ist ja auch nicht umsonst ein Pferdekopf drauf. Oh, überall hier die Tiere, wo halb alles rausguckt, Alter. Nice. Ah, das ist Schnauze. An die komme ich aber jetzt so nicht. Na gut, die komme ich aber auch so rüber. Da ist noch die Schnauze. Gab's da jetzt was? Ja, wir kommen irgendwie noch woanders hin, ne? Ah, zu einer Erinnerung. Das ist natürlich immer nett. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Okay, also es geht um das Schiff in der Flasche. Oh, und da ist die Sonne oder was? Oh, dieses übelst krankhafte Abgefuckte, das finde ich so geil. Bames. So. Dann sind wieder Eisnarks. Wenn die eigentlich mal geil abschießen können, aber egal jetzt. Wir machen die so. Ja, gut, die haben wir schon mal weg. Kein Problem. Könnte man dann bestimmt so aus der Erde reißen mit diesem Pferd.
Den voll drauftrümmern, aber wir wissen nicht, wie wir das einsetzen. Dann werde ich mich dann wieder nochmal bei Nico erkundigen, weil der ist schon sehr weit. Oder wir finden die Folge noch raus. So, die machen auch irgendwie keinen Schaden, kann das sein? Im Gegensatz zu uns auf jeden Fall, weil wir gehen ja ganz schön ab. Echt, kann man das aus der Sprungattacke rausmachen? Nee, auch nicht. Hm. Ich weiß es nicht, Freunde. So, was ist da jetzt los? Ist auf jeden Fall ein großer, ne? Dem will ich nicht begegnen. Muss runterschießen. Oh. Hm. Komm ich da jetzt irgendwie hoch? Da ist ja was. Aber nope. Vielleicht irgendeinen anderen Weg. Hier ist auf jeden Fall überall noch was. Warte mal, hier müssen wir dann weiter. Deswegen checken wir hier hinten nochmal ab. Dann sehe ich nicht, wo wir hinspringen. Ah, okay, eine Flasche. Was kann man mit den Flaschen machen? Das wissen wir ja immer noch nicht. Muss ich mich auch mal erkundigen, auf jeden Fall. Ich bin echt mal richtig gespannt, ob wir in, das, in die Flasche mit dem Schiff reinkommen. Das wäre super geil. Ah, lol. Aha. Ja, verarscht, ne? Genatzt, würde ich sagen. So natzt Gubi. Geht hier noch irgendwas? Nope. So, oh, da oben war noch eine Schnauze. Na Moment, die will ich natürlich noch erreichen. Na gut, so natürlich nicht. Ja, die will ich mir noch gönnen. Oh, das war knapp. So. Ja, da ist nämlich noch überall was. Gut versteckt, aber... kein Problem. Oh, nice. Ein Körbchen ist immer nice. Wir brauchen jedes Beißerchen, das wir kriegen können. Na. So, dann jetzt aber hier. Hui. Okay, Rutschpartie. Ich liebe es. Entscheiden uns mal für den Weg, wobei der andere glaube ich cooler gewesen wäre. Oh, ist das geil. Wow. Nein. Oh Mann, ich will da nicht alles überspringen. Ach Mann. Aber das ist nice. Wir auch die ganze Zeit rutschen. Aber jetzt haben wir echt viel übersprungen, das ist ein bisschen schade, aber naja. Umso schneller sind wir unten. So, na dann gehen wir hier rein. Und hier sehen wir das Snacks, aber die können wir diesmal abschießen. Ganz easy peasy. Wir können uns nämlich gar nichts da unten. Oh, das wird ein dicker. Der fehlt mir jetzt noch. Ja, komm, werf. Immer her damit. So, los, und der ist jetzt auch down. Sag nicht, da kommt noch einer. Nee, okay.
Aua! Kleiner Mucksuff oder was? Das Ausweichen ist auch so geil, ich liebe das Spiel. Echt jetzt, ich liebe das. So, komm her. Ja, so will ich das. Gib's mir halt los. Wow, 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 wow. Das war knapp. Los nochmal. Ja. Hä, da passiert irgendwie gerade nicht. Boah, das Geräusch. Ja, da habe ich dir die Fratze weggeschlagen. Los, ein noch. Zwei, meine ich. Autsch. Der hat gesessen. Ja, die nächste Fratze weg. Los. Und da man tot gebackt. Easy peasy. Kein Problem. Puh. Ah, die Kämpfe verlangen manchmal einiges ab, aber manchmal sind sie auch recht leicht. Können sehr unterschiedlich sein. Okay, was ist das? Irgendein Schneckenhaus. Oder ein Eingang. Aber natürlich wird hinten erstmal alles noch abgecheckt, wie immer. Erstmal in den letzten Winkel gucken. Dass sich das gehört. Das hier sieht nach dem richtigen Weg aus. Ja, da führt zur Flasche. Wir gucken natürlich erstmal irgendwie, was das hier sein soll. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Alice, ribbel mir das Rätsel auf. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Herzkönigin und ein Taifun. Ich würde jetzt mal das letzte behaupten. Die Herzkönigin haben wir hier noch gar nicht so kennengelernt. Du erstaunst mich immer wieder. Haha. Oh, jetzt gibt's irgendwas, oder? Ah, eine Rosenfarbe. Ey, cool. Boah. Okay, das war cool. Die Herzkönigin kenne ich jetzt nur so aus dem Film. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass die hier schon mal erwähnt wurde. Ah. Okay, ich frage mich, was passiert, wenn wir alle Rosen angemalt haben. In Kapitel 1 ging das ja auch irgendwie gar nicht. Zumindest weiß ich nicht, ob da solche Schnecken waren. Ah nee, da gab es nicht diese Radula-Räume. Oh, das sieht nice aus. Und da habe ich auch echt krass Bock drauf. Aber den Weg dorthin werden wir in der nächsten Folge bestreiten. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das dann leider erst in ja, übernächste Woche. Denn nächste Woche ist ja wieder Attack of the B-Team dran, ihr wisst ja. Und ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich selber eine Bewertung freuen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.